Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity, Städte der Zukunft. Mein Name ist Gabur und wir machen weiter. Ich drücke hier wieder auf Play. So, ich weiß, wir machen Minus, aber damit kann ich noch leben. Die Luftreinigung arbeitet wirklich. Ein Kontrollnetz angeschlossen, darauf müssen wir jetzt so ein bisschen achten. Was wir an Kontrollnet noch über haben. Kontrollnet war das. 5000 haben wir noch. Okay. Wieso wird das immer mehr? Ich habe die lokale Lieferung ausgemacht. Junge, Junge, Junge. Du sollst die Prozessoren verkaufen. Ich brauche Geld. Money, 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 money. So, was machen die schönen kleinen Industriegebieten hier? Die sind kurz davor, sich abzudaten. Endlich, dann gibt es wieder ein bisschen mehr Geld. Ah, es wird auch so langsam Zeit hier. 28% Gewerbe, 4% Wohngebiet. Ja, 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 ja. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. So langsam, aber sicher steigt's. So, was möchtet ihr denn? Wir sollten zeigen, wie stolz wir auf unsere Stadt sind. Wir brauchen mehr Parks. Mach ich. Stellen Sie einen Park auf. Na gut. In welchem Bereich bauen wir denn einen Park? Bauen wir hier unten einen Park? Würde ich sagen, ne? Ah, kriegst du einen Park. So, bitteschön. Ach du Scheiße, habe ich da jetzt eine Lücke reingerissen. Stellen Sie einen Park auf. Aufgabe erledigt. Sehr schön. Sehr schön, Mama. Hamburg, ich mach. Haltet die Schnauze, ich habe meine Aufgabe erledigt. Jo. Also das Ding läuft echt die ganze Zeit. Modell 2. Kann man das nochmal updaten? Oh. Die Millennium. Okay, also man hatte wohl, das ist Modell 2. Es gab wohl Modell 1 auch. Okay, wir machen wieder Plus. Das hört sich schon gar nicht schlecht an. Da sind schon wieder 1000 Prozessoren drin. Dann gibt es gleich erstmal wieder fett Geld. Mal gucken, ob wir dann endlich die nächste... Jawohl, 242.000. Wir warten noch einen Augenblick, würde ich sagen. Und dann können wir eigentlich den nächsten Turm bauen. Mit der mittleren und der oberen EK-Schicht. Ich weiß gar nicht, brauchen wir mittlere überhaupt? Ja, auf jeden Fall. 1300 offene Stellen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen so langsam gut voran. Man sieht auch hier, wir brauchen Reiche unbedingt. Und ja, warum eigentlich dann auch nicht ausbauen? Wir können natürlich hier auch sofort... Der oberen Einkommensschicht kostet 245.000. Den können wir dann sofort hier hinsetzen. Ich glaube, das ist ein bisschen dicht, wenn wir den hier hinsetzen. So mittig. So mittig, würde ich sagen, ne? Nehmen wir da die kleinen Häuser weg. So. Dann würde ich gerne wieder die Straßen damit anschließen. Nämlich so. Ach, das geht nicht. Das ist doof.
hinkommen. So, lassen wir halt nur zwei Eingänge. Das sollte vollkommen reichen. Hoffe ich. So, bauen wir nämlich gleich hier den großen Megaturm hin, gleich mit der großen EK-Schicht. Einfach aus dem Grund, weil wir da... Jetzt habe ich eine Marktetage gebaut. Ich pappe mal einmal, die will ich doch gar nicht. Nein! Habe ich echt die Marktetage genommen? Ich habe doch die genommen. Marktetage. Oh, Büroetage. Oh, ich habe da unten gelesen. Da unten, wo die 245 Grundstückpreis der oberen Einkommensschicht. Oben steht Elite-Megaturm mit der Marktetage. Will ich nicht. Ah, mach's dir selber. 28.000 brauchen wir. Ja, komm hier, seh zu. Die mal lassen wir da mal gerade drauf, die Marktetage. Die schmeiß ich gleich wieder raus. Leckt mir die Kohannes. 1000 Prozessoren schon wieder drin. Sehr schön. Öl haben wir hier. Da haben wir ein bisschen Plastik. Alles wunderbar. Alles Wunderklärchen hier. Ausgaben 18.000, Einkommen 20.000. Sehr schön. So, jetzt können wir die Etage wieder abreißen. Ich bin so ein Pansen, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich bin ein Panse, la 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 la. Ja, ein riesengroßer Panse, la 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 la. So, wir brauchen nämlich die da. Baubeginn. So. Oh, ich panse, echt, ey. Mann, 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 Mann. Was wir bauen müssen, ist hier für reiche Leute zum Einkaufen was. So. Das ist halt das Einzigste. Oh, ey, ich krieg echt einen Föhn. Ich muss auch mal richtig nachgucken und nicht hier irgend so ein Kauderwelsch bauen, ey. Mein Gott. Da rege ich mich über mich selber auf, bin ich ganz ehrlich. Das kann nicht sein. So, jetzt steigt der Verdienst auch wieder. Das hört sich doch schon mal gut an. Haben die alle Drohnen? Die haben alle Drohnen. Krankenhaus müssen wir hier unbedingt noch bauen, hier in der Mitte. Und eine Polizei müssen wir hier noch in der Mitte reinklatschen. Und dann sollte das nämlich laufen. Das Ding läuft echt die ganze Zeit. Eieieiei. Zufriedenheit 83 von 82 auf 83. Wir brauchen unbedingt 85. Ich will hier voll ausbauen, mein Haus. Was? Wir stellen neue Leute ein? Geschossen, wir brauchen neue Leute. Was? Was ist denn hier los? Ach du Scheiße, 1700 offene Stellen. Ja, ja, gut, das darauf konnten wir ja gleich bei den Reichen. Da sind wir jetzt ja bei. Also das ist ja null Problemo, ne? Null Problemo, null Problemo. Ich habe in dieser Aufnahmesession ganz schön viel gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. In den letzten war ich sehr langsam, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Da habe ich zu viel rumgedölmert. Sehr schön, da haben wir jetzt gleich die nächste drauf. Na, gleich die nächste Etage. 300 maximale Kapazität erreicht. Uns geht es ganz gut. Ja, mir auch. In der Hose, da geht's mir gut. La 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 la. So, das haben wir. Da sind schon wieder Prozessoren drin. Also das mit den Prozessoren geht echt gut gerade. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Unser Verdienst steigt endlich. Was ist mit euch jetzt hier? Baut er euch jetzt hier so langsam aus? Jawohl, die baut sich aus. Dann gibt es gleich mehr Geld. Super geil. So, haben wir was zum Abreißen? Nein, sie überleben. Unsere Gewerbegebiete überleben. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das ist ja schon mal... aller Herz. 200.000 Einwohner. Bei was sind wir bei der letzten Stadt stehen geblieben? Kann sich da noch einer dran erinnern von euch? 250.000 oder so? Da war Ende im Gelände, ne? Ich glaube. Aber da haben wir eine ganze Ecke mehr verdient bei 200.000 Einwohner. Ja, wir liegen jetzt hier bei 2,7 Millionen. 2.700. 2,7 Millionen die Stunde. Das wäre der Hammer, Alter. Ja, und ich glaube, das liegt hier wirklich am Verkehr.
Verkehr ist hier ein absolutes Chaos. Also das brauche ich nicht mehr von nein. Also der Verkehr ist wirklich absolut scheiße. Aber gut, was soll's. So, da ist es voll, da ist voll, da ist voll. Eine geht da oben auf jeden Fall noch drauf. So, noch eine. Rumbums. Ausgaben? Einnahmen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt macht das Ding aber hier mal wieder ein Plus hier. So, was macht hier jetzt meine Fabrik? Komm, bau dich doch aus, ey. Meine Mutter baut ja schneller so ein Ding wie du. Meine Oma mit dem Gehwagen ist noch schneller. So, wir müssen hier mal wegen Wasser. Wasser ist noch ganz okay. Kakerlakack ist nicht mehr ganz okay. Gut, dann werden wir Kakerlakack mal ein bisschen ausbauen. Können wir eigentlich jetzt hier komplett gleich ausbauen. So. Dann haben wir Kakerlakack nämlich hier gleich voll gekontert drauf. Das hier hat wirklich gut funktioniert mit dem Tunnel. Das muss ich wirklich sagen. Wir haben seitdem hier keinen Stau mehr. Das ist richtig, richtig gut geworden. Ich habe noch so ein paar Ideen, wie ich den Verkehr wirklich wegbekomme. Aber dafür muss ich erstmal eine ganze Ecke mehr Geld verdienen. Beseitigung der Luftverschmutzung. Das Ding läuft. Das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Wie hier eigentlich? Ja, keine Ahnung. Also. Bodendreck. Darum mache ich mir eigentlich Sorgen. Kriminalität haben wir hier leicht. Da so leicht. Ja, hier oben. Na gut, da werden wir aber noch was gegen machen. Das kommt ja. Jetzt machen wir irgendwie wieder Minus auf einmal. Jetzt machen wir wieder noch Minus. Warum machen wir noch Minus? Weil die noch keine Einnahmen machen. So. Jetzt macht das Ding ein Plus. Sehr schön. So, jetzt werde ich aber gerade hier nochmal auf meine schlaue Karte gucken. Wir haben zwar immer noch ohne Ende offene Stellen, aber ich möchte gerne hier ein Gewerbegebiet um draufsetzen. Also so eine Marktetage für Reiche. Jawohl. Dass die Leute hier auch schön einkaufen gehen können. So, und wir haben jetzt hier die ganze Karte sehr weit runtergesenkt. Gelber Bedarf ist Fabrik. Dunkelgelb Bedarf Region an der Fabrik. Ja, Region an der Fabrik haben wir ein bisschen Problem. Sollten wir aber auch irgendwo noch hinkriegen. Sollte auch noch klappen. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir nochmal mittlerer Bereich. 1200 offene Stellen. Dann werden wir doch da gleich noch eine mittlere Etage draufhauen für die mittlere Einkommensschicht. Dann werde ich da drauf die Skybridge-Station setzen, die dann miteinander verbinden. Und dann sollten diese ganzen Etagen hier auch noch ein bisschen mehr Geld machen, weil die ja dann hier auch alle hinfahren. Außer die untere Einkommensschicht, ja, die hat irgendwie einer am Ärmel. Ah, wir kriegen das schon hin. Das wird. Auf jeden Fall. Und mir gefällt die Stadt richtig gut, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da hinten die ganze Drecksschleuderallee und hier sieht es echt gut aus. Ja, Platz für Dichte, da geht halt leider nicht. Ein bisschen Tourismus könnten wir hier noch reinbauen. Aber da bin ich am überlegen, wo wir die Tourismusabteilung oben drauf bauen. So, da haben wir die Reichenabteilung noch oben drauf gebaut. Jetzt möchte ich gern noch ein Apartment für die mittlere Schicht. So. Da möchte ich die Skybridge-Station, vielleicht dann die Schule.
Muss ich mal gucken. Weil Schule ist auf jeden Fall bei uns ein mega großer Bedarf. 4011 nur angemeldet von 47. Und ich glaube, für die Schule könnten wir ruhig noch nebenbei was tun. Obwohl die Explosionen ja eigentlich aufgehört haben. Das muss ich schon sagen. Wir machen immer noch ein Minus. Ja gut, das dauert natürlich jetzt auch, bis die Leute da hingehen. Aber eine Marktetage braucht man halt. Jojo! Ja, auf SimCity. SimCity sag ich schon. Sims hätte ich auch mal Lust. Also da bin ich ganz ehrlich. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Und immer wenn ich mir das so angucke, dann überlege ich so, auf Sims hätte ich mal Bock. Also bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß gar nicht, ist das was zum Let's Playen? Ist halt eine lustige Art, ne? Was macht unsere Forschung? Forschung sieht ganz gut aus. Aktuelle Übertragung 13.000. Wie soll ich das denn jetzt gerade verstehen? Sind wir ausgelastet? Nein. Ja, wir machen mit dem Profit, machen wir zurzeit Minus. Das ist Etage 5. In welcher Etage haben wir hier die Skybridge 7 gesetzt? Und da in 8. Also sollten wir ruhig wieder in Etage 7 gehen. Okay, was könnten wir jetzt hier noch aufbauen? Ich baue noch ein Apartment um drauf. Sind wir bei 6. 6, 7 kommt die Skybridge. Würde ich sagen. Am besten kann man Gewinn machen mit den Dingern, wenn man da eine Büroetage drin hat. Und dann die Reklametafel oben drauf. Dann geht so richtig die Post ab. Ich glaube, die Reklametafel war nämlich für die Büroetage. Das haben wir ja bei den letzten auch gemacht. Damit haben wir dann immer richtig Profit gemacht. Das muss ich wirklich sagen. So, wir müssen jetzt hier nochmal gucken, was macht jetzt hier die Industrie. Ja, die hat sich schon auf Stufe 2 geupdatet. Das finde ich sehr schön. Da fehlt noch, die ist nicht zufrieden. Wir wollen Omega. Keine Ahnung. Wir wollen Omega. Ui. Hick auf und geröps. Ja, das kann nicht jeder. Kriege auch noch einen Schluck auf hier. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich gucken, was da drin ist. Okay, keine Prozessoren. Aber löbt. Hier löbt auch alles. Was macht überhaupt unser Müll? Unser Müll. Unser Müll ist perfekt. Wir schaffen alles leer zu bekommen. 2454 Mülltonnen. Also Mülltonnen sind wirklich sehr wenig geworden. So wie es ja auch eigentlich sein soll. Und das hat ja letztes Mal gar nicht geklappt. So. Noch nicht voll. Jetzt ist es voll. Aber Einkommen wird noch nicht gerechnet. Na los, komm. Berechne den Einkommen dazu. Hey, so war das nicht geplant. Noch machen wir Minus. Komm, jetzt berechne den Kack doch hier. So, jetzt machen wir Gewinn. So. Wir machen aber jetzt nur, ja, 1200, also gerade so ein bisschen Gewinn. Also ich bin wirklich am überlegen, ob wir nicht beigehen und hier eine Büroetage draufsetzen. Aber für was würde sich eine Büroetage lohnen? Ich weiß, ich habe offene Stellen, Leute. Aber ich muss ja irgendwo auch ein bisschen Gewinn machen. Das wird gar nicht weniger, echt. Das sind nur 300 Einwohner. Das ist echt eine Lachnummer. Wir bauen jetzt erstmal die Skybridge-Station. Fertig. Also dann sehen wir weiter.
Skybridge, Skybridge, Skybridge Station dahin. Jawohl. So. Dann können die nämlich untereinander auffahren. Es ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man... Oh, 7000 die Stunde. Was ist denn jetzt passiert? Ja. Wir haben 33%, 19.995 Gewinn, 9% Wohngebiet. Wir könnten eigentlich noch mehr Drohnen gebrauchen. Also so sieht's zurzeit zumindest aus. Wir werden hier mal noch eine Drohnenbahn dran machen, werden hier dann die lokale Lieferung wieder ausstellen und sind jetzt bei 288 Drohnen. Warum nicht? No, und jetzt bin ich der Meinung, wir sollten hier so langsam ein Krankenhaus bauen. Ein großes. 120.000 ist nicht wenig. Wo setzen wir das denn am besten hin? Ich würde sagen, hier so. Ne, da haben wir Gewerbegebiet. Ja, da. Genau die Grenze. Rums. So, großes Krankenhaus. Dann hier gleich vernünftig ausbauen. Am besten gleich mit zweimal... Nee. Erstmal hier... Erstmal die Teile ranbauen. So. Dass hier erstmal ein Krankenhaus überhaupt verfügbar ist. Das ist jetzt erstmal... wichtig. So. Dann sollte... Das nämlich auch erstmal in die Gänge kommen. So, die Skybridge-Station, dann können wir... Nein, das ist falsch. Wir müssen dahin, dann muss ich dahin, dann muss ich dahin. Dann muss ich den da anklicken, den da anklicken, den da anklicken und den da anklicken. So, und warum ist das jetzt wieder rot? Hat letztes Mal auch ein bisschen gedauert, bis das weggegangen ist. Jetzt ist es weg. Sehr schön. So. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Und jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Geld. Haben wir ja echt gut gerade was durchgehauen an Kohle. Das muss man jetzt ja wirklich sagen. Es wäre sehr schön, wenn ihr mir vielleicht ein bisschen helfen würdet, wenn ihr irgendwo euch nochmal eine Solarzelle oben aufs Dach bauen würdet. Was ich cool finde, ist wieder das mit der Luftverschmutzung, dass das auf jeden Fall funktioniert. In dieser Stadt, in der letzten Stadt, haben wir es gar nicht gebraucht. Da habe ich es ja umsonst gebaut. Kann man ja ruhig so sagen. Da habe ich es dann ja auch abgerissen. Zurzeit, ja, jetzt fängt es an, dass es wieder läuft. Bis jetzt haben wir hier noch keine Patienten drin. Das könnte natürlich auch noch ein bisschen dauern. Das muss man ja auch sagen. So, was kostet uns das? 35, 30, 40, 40. Aber das Schild können wir bauen. So. Ne, dass alle auch Bescheid wissen. Hier ist Krankenhaus. Ne, ein Patient haben wir schon mal. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. So, 216.000 Einwohner haben wir. Und hiermit sage ich wieder vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity, Städte der Zukunft. Mein Name ist Gabur. Schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.